Ja, nachdem ich euch im letzten Video schon einen genaueren Einblick in mein Studium gegeben habe, geht es heute jetzt insbesondere um die Prüfungen, die man in diesem Studium in der öffentlichen Verwaltung ablegen muss. Es geht auch etwas um das Leben am Campus und es geht vor allem um die Praktikumsphasen, die einem in diesem Studium immer begleiten. Mein Name ist Lukas Weigersdorfer von der Website beamtentest-vorbereitung.de. Ich bin Diplom-Verwaltungswirt und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich möchte an dieser Stelle nahtlos weitermachen bei dem Punkt, bei dem ich im letzten Video angehalten habe. Da ging es eben um diese Struktur in diesem Studium. Ich habe ja schon gesagt, dass das Studium im Vergleich zu einem gewöhnlichen Hochschulstudium sehr strukturiert ist und von vornherein festgelegt ist, welche Klausuren abzulegen sind. Es ist festgelegt, wie der Stundenplan aussieht. Man bekommt für jede Woche einen anderen Stundenplan und es finden auch Anwesenheitskontrollen statt. Das Ganze ist natürlich auch damit verbunden, dass man sagt, die Leute, die dieses Studium ablegen, die dort studieren, die bekommen ja auch Geld dafür. Ihr bekommt ja in der Zeit, in der ihr studiert, auch Anwärterbezüge. Das sind in Bayern etwa netto 1250 Euro. In dem Bereich liegt ihr da. Das ist schon für eine Ausbildung oder für ein Studium ein stolzes Gehalt. Die meisten Leute, die eine Berufsausbildung machen oder die ein duales Studium bei irgendeinem Unternehmen machen, die müssen mit weitaus weniger Geld auskommen. Als Ausgleich dazu setzt man natürlich euch diese straffe Struktur über und erwartet von euch, dass ihr damit umgehen könnt und dass ihr das meistert. Dieser feste Stundenplan und genau dieses feste System, in das man da eingebunden wird, ist es aber, was manch anderen Studenten an irgendwelchen Hochschulen oft fehlt, die dann 10, 12 Semester studieren, irgendwelche Prüfungen ewig vor sich hinschieben, irgendwelche Arbeiten vor sich herschieben und sozusagen das Studentenleben genießen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man in diesem Studium das Leben nicht genießen kann. Nein, ganz im Gegenteil. Ihr werdet dort tolle Leute kennenlernen und werdet eine unvergessliche Zeit haben. Das ist für einige Leute mitunter die schönste Zeit in ihrem Leben, so eine Studienzeit. Euch muss auch von vornherein klar sein, dass ihr, wenn ihr im öffentlichen Dienst ein duales Studium ablegt, wesentlich strukturierter arbeiten müsst und vor allem in einem festgelegten System arbeiten müsst und weniger Freiraum habt. Ich habe auch im letzten Video schon einmal gesagt, dass das auch ein Punkt ist, was jeder für sich selber entscheiden muss, ob er der Typ dafür ist, ob das für ihn Freiheitsberaubung ist oder ob er sagt, nein, so eine feste Struktur tut mir sogar gut. Das ist wenigstens ein Studium, bei dem ich weiß, das ziehe ich auf 3 Jahre durch, weil ich es durchziehen muss. Mir bleibt gar keine andere Wahl. Ich kann mich nicht vor den Prüfungen drücken, ich kann mich nicht vor dem Unterricht drücken, weil dort Anwesenheitskontrollen stattfinden und so weiter. In diesem Zusammenhang möchte ich auch einen Tipp geben. An dieser Stelle wirklich, Leute, bereitet den Unterricht immer nach und bereitet es immer vor. Also informiert euch, was habt ihr in der letzten Stunde gemacht? Lernt sozusagen, macht eure Hausaufgaben und bleibt schon von Anfang an mit am Ball. Das ist mitunter einer der wichtigsten Tipps, den ich Leute gebe, die mir per E-Mail schreiben, die über meine Website zu mir kommen und sagen, ich beginne demnächst dieses Studium, was ist denn der wichtigste Tipp, den ich dir geben kann? Der ist es definitiv auch von Anfang an, den Unterricht vorzubereiten und nachzubereiten. Das hat etwas von Schule, ja, ich weiß, das klingt nach Lernen für die nächste Ex, das klingt nach Hausaufgaben machen, aber so ist es nun mal. Dieses Studium setzt wirklich auf die Kombination aus Praktikum, worauf wir heute noch genauer eingehen werden, und das Fachstudium. Und das Fachstudium, weil es eben zeitlich auch immer so gebunden ist, das ist sehr straff. Ja, nach einem Jahr dieses Studiums kommt dann die Zwischenprüfung. Nach einem Jahr legt ihr diese Zwischenprüfung ab und dort möchte man einfach feststellen, wie hat sich der Studierende bisher geschlagen? Was hat er gelernt? Was kann er konkret anwenden? Die Zwischenprüfung bei mir damals im Herbst 2016 beinhaltete 4 Prüfungen, a 3 Stunden. Die Fächer dafür sind nicht bekannt. Ihr müsst also vor dieser Prüfung alles sozusagen lernen, was ihr bis dahin gelernt habt. Und alle Fächer, die ihr bis dahin in der Hochschule hattet, können rein theoretisch prüfungsrelevant sein. Nach dieser Zwischenprüfung kommt dann das sogenannte Fachstudium. Ihr habt jetzt schon circa 1 bis 1,5 Jahre an dieser Hochschule studiert, wart schon im Praktikum, habt schon viele Kenntnisse in den Rechtsfächern aufgebaut und jetzt werden diese vertieft, indem man von Grundlagenveranstaltungen hinübergeht zu spezielleren Veranstaltungen, zu spezielleren Rechtsfächern, die euch jetzt nahegebracht werden. Als Beispiel dazu das Gewerberecht, das Baurecht, das spezielle Sicherheitsrecht. Alles Rechtsgebiete, die so auch später im Behördenalltag eine Rolle spielen werden. Ein Großteil von euch wird später in Sachgebieten untergebracht sein, in denen ihr unmittelbar Sachen anwenden könnt, die ihr so an eurer Hochschule gelernt habt. Das Gelernte ist also keinesfalls unnütz, ganz im Gegenteil, das ist ganz anders wie in der Schule. Alles, was ihr dort lernt, werdet ihr auch später brauchen können oder zumindest einen erheblichen Teil davon.
Ja, wie läuft denn dann eigentlich das Praktikum ab, das man ja immer ablegen muss? Zwischen den einzelnen Fachstudienabschnitten liegen ja die Praktikumsabschnitte. Die sind mal 3, mal 4 Monate lang und dort seid ihr an einer wohnortnahen Behörde eingesetzt und durchlauft dort verschiedene Sachgebiete. Das Ganze ist ja, wie schon gesagt, ein berufspraktisches Studium. Es wird also immer darauf Wert gelegt, dass das, was ihr in der Theorie lernt, auch unmittelbar schon im Praktikum anwendbar ist und natürlich später auch im beruflichen Alltag anwendbar ist. Ich kann über meine Praktikumszeit wirklich nur sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Ich war an einem Landratsamt tätig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja in diesen 3 Jahren an diesem Landratsamt viele Sachgebiete gesehen. Ich habe viele Leute kennengelernt und unterschiedliche Einblicke in die Arbeitsweise in dieser Behörde kennengelernt. Egal wo ich war, man hat sich tatsächlich immer gut um mich gekümmert, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich saß niemals stundenlang allein in irgendeiner Ecke, hatte gar nichts zu tun und habe darauf gewartet, dass endlich Feierabend ist, sondern Leute kamen wirklich auf mich zu, haben mir ihre Tätigkeit gezeigt, haben mich auch mal in den Außendienst mitgenommen und haben mich einfach an den Arbeitsalltag in der Behörde herangeführt. Das ist auch eine total wichtige Tätigkeit und sollte ich jemals in meinem Job einen Praktikanten zugewiesen bekommen, dann werde ich das genauso machen. Genau dafür ist auch ein Praktikum da und genau diese Fachstudienabschnitte, die ja in der Theorie ausbilden, sollen Hand in Hand gehen mit den Praktikumsabschnitten. Und das Praktikum, ich sag's ganz ehrlich, ist da auch einfach irgendwo ein entspannter Ausgleich zum Studienalltag. So habe ich es ehrlich gesagt immer ein bisschen empfunden. Ganz einfach deswegen, weil man auch mal Feierabend hat. Ja, man muss zwar bis 4 oder 5 arbeiten, mit der Gleitzeit hängt das ja ganz danach ab, wann man in der Früh zum Arbeiten beginnt. Aber nach Feierabend hat man auch dann mal nichts zu lernen und man hat wirklich freie Zeit für sich und kann das tun, was man sonst in seiner Freizeit gerne tut. Das hat mir auch sehr viel Freude bereitet und das war auch ein Punkt, warum ich das Praktikum gerne gemacht habe. Ich habe einfach dort auch mal vom Studieren abschalten können, habe mich um die Arbeit kümmern können und habe dort mal konkret in der Praxis zeigen können, was ich schon im Studium gelernt habe. Je nachdem, wo ihr eingesetzt werdet, könnt ihr dann nämlich auch schon Sachen verwenden, die ihr in der Theorie kennengelernt habt. Ich für meinen Teil war sogar überrascht, wie viel ich von den theoretischen Kenntnissen schon in der Praxis anwenden konnte. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass ich gar keinesfalls irgendjemandem ein Klotz am Bein war, ein Praktikant, dem man jetzt noch zusätzlich irgendwas zeigen soll, der einen nur von der Arbeit aufhält, der eigentlich viel mehr Zeit kostet, als es überhaupt bringt. Das war ganz anders bei mir. Ich hatte keinesfalls dieses Gefühl, im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, dass ich den Menschen tatsächlich schon helfen konnte mit dem, was ich in der Theorie gelernt habe und dass die Leute dort mit mir schon wie mit einem richtigen Arbeitskollegen umgehen konnten und auch mit ihnen so sprechen konnten, auch die rechtlichen Fachbegriffe schon verwenden konnten, weil ich durch das Studium eben schon diese Vorbildung hatte. Und so ging es meinen anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen auch. Die haben ähnliche Erfahrungen gemacht, haben ähnlich berichtet. Da zeigt sich eben diese Kombination von Theorie und Praxis, dass diese Kombination funktioniert und dass sie wirklich im Praktikum auch schon richtig eingesetzt werdet, auch mal ins kalte Wasser geschmissen werdet. Das kann euch auch passieren, dass ihr dann schon ganz konkret mal Kontakt mit dem Bürger habt und konkret Leuten Auskünfte geben müsst, obwohl ihr das eigentlich noch gar nicht machen solltet, aber im Büro ist gerade keiner da und so weiter. Das kann alles mal passieren. So ein Praktikum ist auch einfach mal da, um sich selber so ein bisschen auszutesten, um zu testen, hey, wo sehe ich mich für später? Bin ich eher der Typ, der behördenintern tätig werden will oder bin ich der Typ, der ruhig Kontakt mit dem Bürger möchte? Das ist ja auch so eine Frage, wo jeder ein bisschen unterschiedlich ist. Abschließend zum Praktikum möchte ich sagen, das Wertvollste für mich daran war es einfach, den Alltag in der Behörde kennenzulernen. Die Leute dort zu sehen, kennenzulernen, zu schauen, was sind das für Leute, haben die Spaß an ihrem Job und wie ist das kollegiale Verhältnis in einer solchen Behörde. Mein Fazit dazu ist, dass das eigentlich sehr gut war. Überall, wo ich war, ging es recht menschlich zu, ging es recht kollegial zu. Und dort hat man auch als Praktikant, als jemand, der jetzt noch kein voll ausgebildeter Beamter sozusagen ist, da hat man auch schon mithelfen können und mit diesen Leuten habe ich mich einfach auch immer sehr gut verstanden. Gut, als nächstes möchte ich über die Diplomarbeit reden. Ihr habt ja, je nachdem in welchem Bundesland ihr diesen Studiengang ablegt, ein Diplom oder einen Bachelorabschluss. Bei dem Bachelor schreibt ihr natürlich die Bachelorarbeit und alternativ dazu die Diplomarbeit. Hier in Bayern ist es aktuell noch so, dass die ganzen Studiengänge im öffentlichen Dienst Diplomstudiengänge sind und dementsprechend schreibt ihr dort auch die Diplomarbeit. Der Umfang bei uns waren circa mindestens 30 Seiten aufwärts.
Das kommt natürlich dann auch auf den Dozenten darauf an, bei dem ihr eure Arbeit schreibt. Ich möchte euch jetzt einfach ganz kurz mal darlegen, worum geht es bei so einer Diplomarbeit, wie fängt man da an und worauf müsst ihr euch da einstellen. Weil es doch ein sehr markantes Merkmal dieses Studiengangs ist. Eine Diplomarbeit hat man so nämlich in kaum einem anderen Studiengang, der irgendwo an einer Hochschule angeboten wird. Mit der Diplomarbeit oder mit der Vorbereitung zur Diplomarbeit beginnt es zuerst mal bei der Themensuche. Ihr braucht ja zuerst einmal ein Thema, über das ihr schreiben wollt. Ein Thema, zu dem ihr am besten auch irgendeinen Bezug habt. Das heißt, ein Thema, auf das ihr zum Beispiel im Praktikum schon gestoßen seid. Ein Thema, bei dem ihr euch im Praktikum schon gedacht habt, hey, das interessiert mich oder darüber möchte ich mehr erfahren. Und was die Themensuche angeht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen passiert es, dass Dozenten in der Vorlesung auf sich und auf ihre Themen aufmerksam machen. Diese Dozenten treten dann vor eure Studiengruppe und sagen, hey, ich habe die und die Themen anzubieten für die Diplomarbeit, denn für die Diplomarbeit braucht ihr ja einen Betreuer. Ihr schreibt die nicht komplett alleine, sondern ihr schreibt die bei einem bestimmten Dozenten, der diese Arbeit auch später bewerten wird. Es kann also passieren, dass gewisse Dozenten euch auf Themen aufmerksam machen und euch anbieten, dass ihr bei genau diesen Dozenten die Arbeit schreibt. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr euch selbstständig ein Thema sucht und mit diesem Thema auf die Dozenten zugeht und fragt, wer euch betreuen möchte. Für das Ausfertigen der Diplomarbeit habt ihr dann auch nochmal 6 Wochen Zeit. 6 Wochen seid ihr also von eurem Studium freigestellt. Das ist eine Zeit, in der ihr weder studiert noch im Praktikum seid. Diese Zeit dient nur dazu, dass ihr die Diplomarbeit anfertigt. Ihr solltet natürlich davor schon ausgiebig recherchieren und am besten schon zum Schreiben angefangen haben. Denn, wie gesagt, 30 Seiten aufwärts, das kommt auf den Dozenten drauf an, müssen auch erst einmal geschrieben werden. Was die Diplomarbeit angeht, da nimmt man euch auch wirklich an die Hand. Da zeigt man euch, wie das wissenschaftliche Arbeiten funktioniert. Wir hatten dazu eine Einführungslehrveranstaltung. Da lernt man das, wie man da konkret recherchiert, wie man vorgeht, wie man Interviews führt und so weiter. Also auch was die Diplomarbeit angeht, werdet ihr wirklich an die Hand genommen. Das nächste Thema ist die Qualifikationsprüfung. Diese findet ganz zu Ende eures Studiengangs statt. Das sind 6 Prüfungen à 5 Stunden und das ist sozusagen die Abschlussprüfung. Und diese zählt auch 55% zu eurem Endergebnis. Das heißt, eure Endnote entsteht zu 55% aus eurem Ergebnis, aus diesen 6 Aufgaben, die die Qualifikationsprüfung umfassen. Wie schon für die Zwischenprüfung gilt auch hier, die einzelnen Aufgaben sind nicht bekannt. Ihr müsst also davor auch wieder sozusagen fast alles lernen, was ihr in diesen 3 Jahren kennengelernt habt und müsst alle Fächer noch einmal wiederholen. Ja, das war's in der Theorie mal zu diesem Studium in der öffentlichen Verwaltung. Ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe dieses Studium in Bayern gemacht. Ich weiß, dass in anderen Bundesländern sehr viele Dinge ähnlich ablaufen, beziehungsweise genauso ablaufen. Ich kann euch natürlich aber keine Garantie geben, dass genau das Studium in eurem Bundesland, das ihr anstrebt, genauso aufgebaut ist und dass auch genau diese Prüfungen auf euch zukommen. Das ist ja mal klar. Nichtsdestotrotz hoffe ich aber, dass ich euch mit diesem Video einen Einblick in das Ganze geben konnte. Es kommt auf diesem Kanal auch demnächst noch ein eher persönlicheres Video über das Leben am Campus, also über das Studentenleben, das man dort natürlich auch genießen muss. Dafür ist diese Zeit ja auch da und diesbezüglich wird eben noch ein Video auf diesem Kanal erscheinen. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Berufswahl, bei eurer Studienwahl mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ihr weitere Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abo dieses Kanals freuen. Zum Abschluss möchte ich euch natürlich noch auf meine Website beamtentest-vorbereitung.de aufmerksam machen. Dort habe ich über die ganzen Studienrichtungen und Ausbildungsrichtungen in der öffentlichen Verwaltung ausführlicher geschrieben und dort findet ihr auch alle Tipps und Infos rund um den Beamtentest und wie man sich am besten auf diesen Test vorbereiten kann. Wer sich jetzt noch über die Inhalte in diesem